Herzlich willkommen bei Vineo. Mein Name ist Patrick Ovenhausen. Ich möchte Ihnen heute die Verlegung unseres Vineo 400 Multilayers vorstellen. Das Besondere an unserer neuen Vineo 400 ist, dass Sie alle Dekoren, die wir haben, zum Kleben, 5 mm stark zum Klicken und als Multilayer bekommen können. Und das Ganze auch noch mit einer Synchronprägung. Was ist überhaupt ein Multilayer-Boden? Wir haben hier unseren bewährten Designboden auf der Oberfläche. Dies Ganze befindet sich auf einer Aquaprotect-Trägerplatte. Das heißt, Sie haben mit diesem Bodenbelag sogar eine Feuchtraumeignung. Auf der Rückseite aufkaschiert ist unsere bewährte Soundprotect-Unterlagsmatte. Das heißt, Sie müssen nicht noch separat eine Unterlagsmatte auslegen. Und das Schöne auch, ganz neu in der Vineo 400, die XL-Planke mit 1,50 Meter Länge. Was brauche ich dafür? Wir haben hier einen mineralischen Untergrund, den haben wir selbstverständlich geprüft. Er ist trocken, planeben. Weitere Infos finden Sie dazu in unserem Video Untergrundvorbereitung. Wir brauchen hier eine PE-Dampfbremse. Diese sollte mindestens einen SD-Wert von größer 75 haben. Wir arbeiten mit unserer Montagehilfe mit einem Zugeisen. Dann brauchen wir noch einen Winkel, um entsprechend auch die Schnitte anzureißen. Hilfreich dabei ist auch noch ein Zollstock und ein Bleistift. Und nun zeigen wir Ihnen, wie die Verlegung funktioniert. Die PE-Dampfbremse sollte grundsätzlich an der Wand hochgezogen werden und wannenartig verlegt werden. Einzelnen Kanten der PE-Folie sollten auf jeden Fall Minimum 5 bis 10 cm überlappend verlegt werden. Nachdem wir dann unsere PE-Folie im 90-Grad-Winkel zur Verlegerichtung ausgelegt haben, können wir nun mit der Verlegung beginnen. Wir verlegen grundsätzlich zur Hauptlichtquelle, das heißt, die Hauptlichtquelle legen wir die Längsseite entlang. Wir arbeiten grundsätzlich mit 10 mm Randabstand, das heißt, wir beginnen in der linken Raumecke. Ich könnte jetzt hier mit Verlegekeilen oder solche Sachen arbeiten. Wir benutzen einfach Reststücke aus anderen Verlegungen. Wir haben für Sie jetzt schon mal die erste Reihe ausgelegt und ausgerichtet mit dem entsprechenden Randabstand. Wir arbeiten hier im wilden Verband. Dies bedeutet, was hinten übrig bleibt, damit fangen Sie in der nächsten Reihe wieder an. Bedenken Sie dabei, dass das Stück Minimum 30 cm sein sollte. Bei der Verriegelung gehen Sie wie folgt vor. Sie nehmen das Panel, riegeln es im 30-Grad-Winkel ein. Dann nehmen Sie die Montagehilfe und klopfen es vorsichtig in die Verriegelung. Für das nächstfolgende Panel müssen Sie die Stirnseite und die Längsseite einriegeln. Bei unserem Loctec-System beginnen Sie mit der Stirnseite, das bedeutet mit der kurzen Seite, auch im 30-Grad-Winkel einriegeln, ablegen und dann ist die Stirnseite schon verriegelt. Zum Verriegeln der Längsseite müssen Sie das Panel ein wenig anheben. Dafür nutzen Sie dann auch wieder die Montagehilfe und verriegeln es. Und so geht es immer weiter, im 30-Grad-Winkel einriegeln, Montagehilfe, klopfen und auch hier wieder stirnseitig im 30-Grad-Winkel einriegeln, leicht anheben und so geht es immer weiter. Ablenken des letzten Panels einer Reihe drehen Sie das Panel einmal um 180 Grad.
unter Berücksichtigung des Randabstandes von 10 mm. Nehmen Sie einen Winkel und dann können Sie das genau anreißen und jetzt können Sie es dann. Nachdem Sie das Panel abgelenkt haben, wieder um 180 Grad drehen und dann wie gewohnt längsseitig und stehenseitig einriegeln. Dann nehmen Sie ein neues Panel, legen dies bündig an die Wand an. Dann können Sie an dieser Linie Ihre Markierung machen. Und nun sehen Sie, dass Sie den Verlauf der Wand auf dieses Panel übertragen haben. Nun können Sie es mit einer Säge kürzen und dann sollte es entsprechend in diese Lücke passen. Wenn Sie das Panel kürzen, brauchen Sie nicht extra noch den Randabstand abzuziehen. Dadurch, dass Sie hier die Nut zusätzlich mit an die Wand anlegen, ergibt sich dies automatisch. Wir haben dieses Panel nun einmal geschnitten und nun müsste es genau dort reinpassen. Schon ist es fertig. So können Sie nun die gesamte letzte Reihe passend zuschneiden. Sollten Sie mit Ihren Fingern eventuell nicht in die Randfuge kommen, können Sie auch gerne ein Zugeisen zur Hilfe nehmen. Sie haben gesehen, so schnell und einfach ist die Verlegung des Vineo 400 Multilayers. Nach Abschluss der Verlegearbeiten entfernen Sie noch alle Abstandskeile und dann können Sie auch schon die Sockelleisten montieren. Hierfür finden Sie ein weiteres Video auf unserem YouTube-Channel und besuchen Sie uns auch auf www.vineo.de. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Verlegen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.